Also, wie war das jetzt für dich? Wie hast du das Tandava wahrgenommen oder was hat es in dir bewegt oder wo hat es dich berührt? Also erfahren habe ich so, dass eine Einheit, also Einssein mit dem Raum, verbunden sein mit dem Raum, sowas wie eine Auflösung in dem Raum. Das ist eigentlich die Erfahrung gewesen. Das ist eigentlich immer die Erfahrung bei der Tandava, bei dieser Tanzmeditation. Oder fast immer. Und so ein Spüren von dieser Vibration, die da ist, die überall da ist, also von dieser Schwingung, die in mir ist oder die auch im Raum ist. Und das ist eine subtile Schwingung, das ist ein ewiger Schwingung. Ja. Ja. Das heißt, du hast schon Tandava vorher praktiziert. Ja, schon viel, ja. Und würdest du dann sagen, es nimmt zu an Intensität, es steigert sich, man wird empfindsamer und fühlt noch mehr dabei? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist jetzt schon so viele Jahre, das ist für mich jetzt eine schwierige Frage. Okay, das heißt, du bist schon sehr, sehr weit oder kannst auch schnell dann einsteigen wahrscheinlich in diese Energie und in dieses Fließen, in dieses Fließen des Lebens. Ja, okay. Würdest du irgendwie sagen, es hat etwas auch emotional in dir angerührt oder rührt es immer wieder an? Ja, es öffnet sozusagen den emotionalen Raum, den Innenraum. Es macht bringt noch so eine feinere Wahrnehmung für all das, was ich in mir spüren kann. Es macht transparent. Ja. Das ist einfach mich sozusagen in das Fließen und das bedeutet natürlich auch ein Fließen von den Emotionen. Wie geht es dir mit den Gedanken? Also die Gedanken verschwinden. Ja. Im Idealfall. Ja. Ja. Okay. Und ich bin ganz im Moment, das heißt, ich bin mit dem beschäftigt, was ich wahrnehmen kann, was ich spüren kann, wie ich meinen Körper in der Bewegung wahrnehme, wie ich den Raum wahrnehme. Und die Gedanken lösen sich auf. Wie war es für dich heute mit der Live-Musik, die ja ein wirkliches Special heute war? Ja, die Live-Musik war sehr, sehr toll, sehr, sehr schön. Ja. Ich glaube, für mich ist es eigentlich, hat mich das noch einmal mehr in das Jetzt, in die Präsenz gebracht. Also wenn ich mein Konzert kann auch schön sein, ein bisschen die CD, aber es ist noch einmal ein Stück präsenter, noch einmal ein Stück mehr jetzt im Moment da sein. Durch diese, ja, dass da einfach jemand sitzt, der spielt, präsent ist, das sieht, wie die anderen sich bewegen. Das heißt, es entsteht noch einmal mehr Intensität. Ja. Wie hast du die Energie der Gruppe wahrgenommen? Ja, sehr stark. Also jeder bringt sich ein und es entsteht immer ein stärkeres Feld, wenn du jetzt Tandava, Mann oder Frau Tandava gemeinsam tanzt. Ich kann es natürlich auch alleine machen, aber wenn man es gemeinsam macht, das ist intensiver. Ja. Okay. Es entsteht einfach ein starkes einzelnes Feld. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt nach Hause? Freude. Mit Freude? Ja. Ja. Sehr schön. Ich bedanke mich. Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, super.